So, moin Leute, ich möchte euch heute mal zeigen, wie man so schön eingebrannte Backbleche wieder super hinbekommt. Das sieht man auch nochmal schön. Alles nicht so schön und Backofenreiniger hilft leider nicht mehr. Und deswegen zeige ich euch, wie wir das als Profis dann auf die Schnelle lösen. Was brauchen wir? Als erstes ist natürlich unser Reiniger. Konzentril von Eilfix. Steuerpads, ganz ohne wird es nicht gehen. Ein paar Lappen. Und ein paar Handtücher. Und natürlich Wasser. Dann legen wir mal los. Zuerst großzügig einsprühen. Das sollte reichen und jetzt lassen wir es dann erstmal eine gute halbe, dreiviertel Stunde einwirken, damit der Reiniger seine Kraft entfalten kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Schaum hat gut gewirkt. Da hat sich eingelöst. Ab jetzt geht's mit unserem Schwämmchen los. Nicht zu doll aufdrücken. Gut, Viertelstunde habe ich die beiden Bleche jetzt geschoppt, gut. Wäre schön gewesen, wenn der Reiniger länger gewirkt hätte, aber wir haben ja keine Zeit. Dementsprechend kommen wir jetzt zum Spülen. Reichlichst mit klarem Wasser, alles klar. Und bis gleich. Ich habe da mal was vorbereitet, also beide Bleche gut gespült und abgetrocknet. Ja. Wie man sieht, die Ränder wieder schön sauber. Und auch bei dem Blech der verkohlte Rand hier oben alles gut abgegangen. Und das ohne die Oberfläche zu kratzen. Mit dem Ergebnis kann man zufrieden sein. Gut. Konzentril von Eilfix ist meiner Meinung nach momentan das beste Produkt auf dem Markt, zumindest das beste, was ich kenne. Die Ergebnisse sprechen für sich. Berichtet mir, wie es bei euch funktioniert hat und bis bald.